Hallo liebe Hausbauhelden! Holzhäuser, die überwiegend aus dem nachwachsenden und heimischen Rohstoff gebaut sind, speichern CO2 und schonen das Klima und sind nicht nur deshalb gerade sehr angesagt. Deshalb zeige ich euch in unserem heutigen Top 5 Video die Vielfalt moderner Holzhäuser mit Holzfassade, mit rustikalem Charme im Schwedenhaus-Style oder auffällig geradlinig. Mit seiner roten Holzfassade als Bodendeckelschalung ausgeführt und den weißen Sprossenfenstern und Dachuntersichten versprüht dieser Entwurf idyllischen Schwedenhaus-Charme. Bei kompakten Außenmaßen von 11 x 7,80 m schafft er auf 2 Vollgeschossen und mit 20 Grad geneigtem Satteldach eine Wohnfläche von 139 Quadratmetern. Ein Bodenerker mit drittem Giebel gliedert die Gartenseite, schafft oben Platz für ein drittes Kinderzimmer und Windschutz für die überdachte Terrasse. Auch die Eingangsseite ist typisch schwedisch gestaltet. Eine überdachte Loggia mit Bank lädt Familie und Freunde zum entspannten Nachbarschaftsplausch ein. Hinter der Eingangstür liegt eine geräumige Diele mit pflegeleichten Fliesen in der Optik von Zementmosaikplatten. Im Wohnbereich sind Fußböden und Möbel größtenteils aus Holz. Ansonsten sind nur die tragenden Holzbalken sichtbar geblieben. Wände und Decken sind mit weißen Gipskartonplatten bekleidet. Schwedische Gemütlichkeit verbreitet der Kachelofen neben dem Essplatz. Im Erker ist eine Kinderspielecke untergebracht. Daneben liegt die Küche mit direktem Zugang zur überdachten Holzterrasse. Der Flur unterm Dach liegt zentral, ist für mehr Großzügigkeit bis unter die Firstfette geöffnet und erschließt mit wenig Flächenverbrauch alle 4 Schlafräume sowie das Familienbad. Dieses ist mit 2 Waschtischen, Dusche und freistehender Wanne ausgestattet. Durch die weiße Lasur, welche die natürliche Holzmaserung sichtbar lässt, und die roten Massivholzläden, wirkt das Landhaus in mehrschaliger Blockkonstruktion mit Holzfaserdämmung hell und heimelig zugleich. Ein Erker mit Balkon im Obergeschoss und drittem Giebel sowie die Terrasse auf dem Garagenanbau schaffen geschützte Freiräume. Im Eingangsbereich entsteht durch den versetzten Technikraum und das abgeschleppte Dach eine geschützte Terrasse. Bei Außenmaßen von 12,60 m x 9,60 m, 115 cm Kniestock und 35 Grad Satteldach bietet es rund 148 Quadratmeter Wohnfläche. Innen wie außen sind die Holzwände und Sichtbalkendecken weiß lasiert und dadurch deutlich heller als das natürliche Material. Ein gemauerter Grundofen markiert den Übergang von der Diele in den offenen Wohn-Ess-Kochbereich. Sprossenfenster und sichtbare Holzbalkendecken schaffen typisches Landhausflair. Die offene Küche mit Fronten in grauer Betonoptik setzt moderne Akzente. Die helle Lasur nimmt dem Holz im Innenraum die rustikale Anmutung. Die Treppe ins Obergeschoss wird durch ein Dachflächenfenster in Licht gebadet. Hier sind alle Räume bis unter den First geöffnet. In den Kinderzimmern entsteht dadurch Platz für eine Schlafgalerie. Auch das Elternschlafzimmer profitiert durch das luftige Raumgefühl. Im Bad sorgen die vielen offenporigen Holzoberflächen für stets ausgeglichene Raumluftfeuchte. Fliesen in Betonoptik betonen auch hier die moderne Anmutung. Mit naturbelassener Filigranschalung aus Lärchenholz, beidseitiger Giebelverglasung und Holzbetonoptik für den Carport erhält dieses Haus seinen individuellen, geradlinigen Designcharakter. Sorgfältig ausgearbeitete Details, wie das in die Fassadenecke integrierte Regenfallrohr zur Dachentwässerung oder die auf Abstand gesetzte Holzlattung vor untergeordneten Fenstern, unterstreichen den hohen gestalterischen Anspruch. Im Gegensatz zur sehr geschlossenen Straßenfront öffnet sich die Gartenseite mit Holzterrasse und großen Hebeschiebetüren zur Natur. Errichtet in Holzverbundkonstruktion mit biologischer Dämmung aus Holzspänen, bietet es bei Außenmaßen von 13,20 m x 8,83 m und mit 22 Grad Satteldach auf 2 Vollgeschossen rund 182 Quadratmeter Wohnfläche. Holz dominiert auch das Innere des Hauses und hier ebenso mit Designanspruch und ohne Rustikalwirkung. Highlight in der Diele ist die gerade Massivholztreppe in Faltwerkoptik mit dahinterliegendem Sichtfenster in die Küche. Die Küche lässt sich durch große Schiebetüren vom Flur abtrennen oder öffnen. In der Rückwand versteckt sich eine Tür zur Speisekammer in der Schrankwand. Auch innen finden sich viele liebevoll ausgearbeitete Details wie beleuchtete Einbaunischen,
ein Sitzfenster und eine Wohnzimmerrückwand mit fast astfreier Weißtannenvertäfelung. Im Obergeschoss sind alle Räume firsthoch geöffnet. Das Bad wird üppig mit natürlichem Licht versorgt, bei gleichzeitig maximaler Privatsphäre. Die Giebelverglasung und das bodentiefe Fenster neben dem Waschtisch mit davorlaufenden Holzlamellen machen es möglich. Für die Kinder gibt es ein extra Duschbad. Ungewöhnlich modern in ländlichem Umfeld kommt dieser graphitgraue Quader mit 7 Grad geneigtem Pultdach daher. Die geradlinige, klare Gestaltung zeigt sich auch in der Verwendung ausschließlich bodentiefer Holz-Alu-Fenster. Die filigranen Absturzsicherungen im Obergeschoss passen sich optisch nahtlos ein. Hinter der Cape Cod Massivholzfassade im RAL-Farbton 7024 verbirgt sich eine diffusionsoffene Holzrahmenbauweise. Bei Abmessungen von 11,10 m x 7,93 m bietet dieses Holzhaus auf 2 Ebenen 163 Quadratmeter Wohnfläche. Im Sommer ist die Outdoor-Küche auf der Terrasse der bevorzugte Aufenthaltsort der Familie. Der Carport bildet zugleich den überdachten Eingangsbereich. Die grüne Tür setzt einen poppigen Akzent. Die geradläufige Eichenholztreppe ins Obergeschoss ist in Faltwerkoptik ausgeführt und dadurch ein prägendes Stilelement im Eingangsbereich. Der breite Durchgang in die Küche lässt sich mit einer Schiebetür verschließen. Die fast rustikal wirkenden Dielen aus Balkeneiche mit einer auffällig lebendigen Maserung und grober Struktur stehen im spannenden Kontrast zu den glatt gespachtelten weißen Wänden und den hochglanzlackierten Oberflächen der Küche. Die offene Bauweise des Wohnbereichs vermittelt ein großzügiges Wohngefühl und bietet dank des L-förmigen Grundrisses dennoch Rückzugsmöglichkeiten. Oben liegen zwei große Kinderzimmer spiegelgleich auf der Südwestseite. Durch bodentiefe Fenster mit französischem Balkon genießen die Kinder eine gute Aussicht. Die gesamte Nordwestseite ist den Eltern vorbehalten, mit Schlafzimmer, Ankleide und großem Wellnessbad. Die Vorliebe der Bauherren für Holz zeigt sich auch hier durch die Wahl keramischer Fliesen mit Holzdekor. Eine Wand trennt die begehbare Dusche vom Rest des Badezimmers ab. Originelles Detail ist die opake Glasscheibe zum angrenzenden Flur, die Licht in diesen Bereich bringt. Bei diesem Haus wird Holz im Außen- und Innenbereich sehr konsequent eingesetzt. Die Fassadenverkleidung erfolgte komplett mit Tannenholzschindeln. Drauf- und giebelseitig öffnet sich die Fassade für einen geschützten Balkon- und Terrassenbereich. Durch die großformatigen Öffnungen wirkt die Fassade wie eine zweite Gebäudehülle. Hier wird auch erkennbar, dass es sich beim Gebäudekern um eine Konstruktion in Massivholz handelt. Und zwar um einen doppelwandigen Blockbohlenkern, holzfasergedämmt und diffusionsoffen. Wenn die mehrjährige Vergrauung der Fassade abgeschlossen ist, wird das Holzhaus seine endgültige silbergraue Patina erreicht haben. Das kompakte Holzhaus mit Abmessungen von 12 x 8,88 m mit seinem extrem hohen Kniestock von 280 cm und dem flachen Satteldach präsentiert sich wie ein Zweigeschosser und bietet rund 176 Quadratmeter Wohnfläche für eine vierköpfige Familie. Innen dominieren ebenfalls Holzoberflächen. Hinzu kommen diverse Einbaumöbel, abgestimmt auf die Grundkonstruktion. Im Erdgeschoss steht der Esskochbereich im Mittelpunkt mit direkt angeschlossenem praktischem Hauswirtschaftsraum. Etwas separiert liegt das gemütliche Wohnzimmer. Auffällig sind hier die großflächigen Glaselemente mit Zugang zur überdachten Terrasse. Oben sind sämtliche Räume bis zum First offen. Dachflächenfenster sorgen in allen Räumen für zusätzliches, natürliches Licht von oben. Praktisch ist die lange Einbauschrankwand, die sich fast über die volle Giebelbreite erstreckt. Die Eltern haben einen Privatbereich mit Ankleide und Bad. Den beiden Kinderzimmern ist ein eigenes Duschbad zugeordnet. Ich hoffe, da waren wieder ein paar interessante Inspirationen für euch dabei. Wenn ihr euch die Grundrisse zu den Häusern anschauen wollt, ich habe euch unten in der Beschreibung wieder die Häuser, die vorgestellten, alle einzeln verlinkt in unsere Hausdatenbank. Und wenn ihr noch mehr Holzhäuser sehen wollt, auch da gibt es nochmal einen Link. Und wenn ihr mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.